Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das vorliegende Gesetz war und ist eine wichtige Reaktion auf die Geschehnisse in der Silvesternacht 2015/2016, insbesondere in Köln. Die dortigen Straftaten wurden hauptsächlich von jungen Männern aus Nordafrika begangen. Zudem sind die Asylbewerberzahlen aus den Maghreb-Staaten im Jahr 2015 gegenüber 2014 in der Tat massiv angestiegen. 2016 sind diese Zahlen zwar in der Tat nicht mehr so hoch gewesen, aber, lieber Herr Kollege Lauinger, ausgerechnet mit den Zahlen des Februar, die seit Jahren typischerweise mit immer die im ganzen Kalenderjahr immer die niedrigsten sind, jetzt zu argumentieren, sozusagen deswegen, weil das jetzt im letzten Monat wieder wenig waren, wäre das kein Problem mehr. Das löst das eigentliche Problem nicht. Wir werden uns eher umgekehrt fragen lassen müssen. Und das gilt für uns alle, die in politischer Verantwortung stehen. Nach all dem, was quer durch die Parteienlandschaft nach dieser schrecklichen Kölner Silvesternacht erklärt worden ist, was jetzt alles passieren muss in Deutschland dergleichen, wir werden uns fragen lassen müssen, was ist denn jetzt 14 Monate später, was ist denn konkret tatsächlich geschehen, damit sich so etwas nicht wiederholt? Und was ist mit denen, die damals in der Tat auffällig waren, die man erkannt hat als Täter rund um den Kölner Dom und dergleichen? Was ist denn konkret eigentlich dann passiert? Und da stellt sich sowohl in der Tat in der Gesetzgebung wie im konkreten Umsetzen sicherlich manche kritischen Fragen. Ich denke, dass deshalb es höchste Zeit ist, dass dieses Gesetz, mit dem Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden, jetzt endlich verabschiedet wird. Voraussetzung für diese Einstufung ist, dass in dem betreffenden Staat weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Wohlgemerkt, und da muss man schon mal differenzieren, die Tatsache allein, dass beispielsweise Pressefreiheit als solches, was wir verurteilen, eingeschränkt würde, ist wohlgemerkt auch nach der ständigen Rechtsprechung und der klaren Situation im Grundgesetz allein noch kein Asylgrund. Und da frage ich mich schon, welchen Sinn es macht, solche Dinge hier in der Argumentation immer wieder einfach durcheinander zu werfen. Es geht darum, ob ein individueller Asylgrund besteht, nämlich dass jemand individuell so verfolgt ist, dass wir ihn hier bei uns aufnehmen müssen. Nicht sozusagen die Aufnahme aller Menschen dieser Welt, wo es um die Grundrechtssituation schlechter bestellt ist als in der Bundesrepublik Deutschland, kann eine Aufnahmegarantie sozusagen in der Bundesrepublik Deutschland vermitteln. Das kann nicht sein. Das ist auch nicht Inhalt unseres Grundgesetzes. Und ich denke, es ist schon wichtig, dass wir hier auch bei der Diskussion über diesen Gesetzentwurf die richtigen Maßstäbe anwenden. Rechtlich hat die Einstufung zur Folge, dass für einen Asylbewerber aus einem sicheren Herkunftsland eine gesetzliche Vermutung der Nichtverfolgung besteht. Die ist wohlgemerkt nach wie vor im Einzelfall widerlegbar. Es ist ja nicht so, dass jemand dann von vornherein sozusagen abgewiesen würde an der Grenze. Es ist nicht so, dass sein Antrag vom ersten Moment an abgelehnt wird. Man kann immer noch im Einzelfall darlegen, dass es sich um einen Ausnahmefall handelt und dass man entgegen der Regelvermutung zunächst einmal trotzdem verfolgt ist. Das ist möglich und wird vom Bundesamt ja genauso auch praktiziert. Aber klar ist auch, wenn wir dazu kommen, mehr Asylanträge als offensichtlich unbegründet entsprechend zu behandeln, dann würde sich das Asylverfahren deutlich verkürzen. Und das ist das, was wir dringend brauchen. Deshalb will ich an dieser Stelle noch einmal appellieren, insbesondere an die rot-grün regierten Länder, dem Gesetzentwurf nun endlich zuzustimmen und die Blockadehaltung aufzugeben. Es gibt keinen Grund dafür, illegale Zuwanderung aus sicheren Herkunftsstaaten, und das sind die Maghreb-Staaten, auch noch zu belohnen. Die Umgehung der regulären Wege zur Arbeitsmarktzuwanderung durch die illegale Einreise und das Stellen aussichtsloser Asylanträge muss aufhören. Bei den allermeisten Flüchtlingen aus Algerien, Marokko und Tunesien handelt es sich um offenkundigen Asylmissbrauch. Das ist auch das Ergebnis erstens der Entscheidungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der anschließend stattfindenden Verwaltungsgerichtsentscheidungen. In einem Punkt stimme ich Ihnen zu, lieber Herr Kollege Lauinger, ist er abgeblieben. Was wir dringend brauchen, ist in der Tat nach den abschließenden Entscheidungen dann
eine schnellere Rückführung. Und dazu muss in der Tat die Bundesregierung beitragen, indem wesentlich schneller dann entsprechend auch die Ausreisepapiere beschafft werden. Da hakt es in der Tat noch. Aber das ändert nichts daran, dass wir jetzt dieses Gesetz dringend brauchen, damit wir insgesamt diesen doch auch zahlenmäßig nach wie vor erheblichen Asylmissbrauch aus den Maghreb-Staaten beenden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister.